Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit dem reizenden Alex. Grüße. So, du wolltest Armee auf Abwiegen. Also, komm. Manteau. Heide, Heide. Man kann sich doch den Stollen hier entgehen lassen. Stahl? Nein, da gibt's keinen Stahl. Das ist ein Mythos, dass es da Stahl gibt. Ist Einbildung. Alles Einbildung. So, dann kann ich ja schon mal starten hier. Bilden Sie einen Verteidigungsperimeter. Lup. Und warten Sie auf Ihre Antwort. Ich fahre herunter, um Energie zu sparen und meine internen Prozessoren vor weiterer Überhitzung zu bewahren. Achten Sie ohne mich weiter. Das ist Ihre Chance, Onkel Sam zu zeigen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Viel Erfolg! Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Wegtreten! Hast du Wachbord schon erledigt? Ich sehe noch nicht. Wir können doch noch irgendwo. Ach, da unten kommt er doch. Ach, da ist er. Einfach draufrotzen. Verdient hat das allemal. Juhu, endlich mal wieder Score-Punkte. Ne, komm, Kleiner. Jawohl, fein gemacht. Darum wirst du auch nicht ausgelacht. Ne, kommt. Butt. Der Alex mit seiner Minigun möchte heiß laufen hier. Kommt. Ja, normalerweise stellen sie sich in Reihe und Glied auf Fenster wegen Wartendust. Hab ich festgestellt. Ja, aber wir haben doch keine Zeit zum Warten. Alex, die Zeit läuft uns davon. Wir sind noch nicht mit dem Scoreboard fertig. Wir sollten uns was schämen. Ah. So, da kommt schon der Legendäre angetigelt. So, dann erst den legendären looten, sonst muss ich wieder so weit laufen. So. Und hier nehmen wir uns auch noch mal ein bisschen was mit. Ein klein little bit. So, dann wollen wir mal gucken. Irrationale Ängste ist jetzt noch mal gekommen. Na gut, dann gehen wir irrationale Ängste machen. Machen wir jetzt noch eine Eventfolge. Das heißt, ich mache jetzt jedes Event, was da jetzt aufbrockt. Bis 20 Minuten voll sind. Das ist schlichtweg irrational. Genau, das ist schlichtweg irrational, Alex. Hast du gehört? Meine Güte. Ich muss, wenn es nicht, dann legen wir mal los. Genau, dann legen wir mal los. Setzen wir uns hier hin und warten. Im Vergleich dazu fühlen sich Albträume wie Märchengeschichten an. Nicht, dass ich Albträume hätte. Meine Güte, höre ich da Summen? Nein, das ist kein Summen. Das ist eine riesige Honigbestie. Nur noch zwei, um zu überleben. So, dann setzen wir uns hier hin. Komm, Beckett. An Beckham. Warum sage ich immer Beckett? ich bin schon Beckett geschädigt. Sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie schon wieder zurück sind. Wir sind schon wieder zurück. Mutter Natur denkt sich die allerschlimmsten Bestien aus. Zwei geschafft. Jetzt fehlt nur noch einer.
So, denn jetzt noch den letzten Stock hier. Honig, Honig, Honig. Warum Honig? Warum nicht Stöcke oder Steine? Weil Stöcke und Steine sind zu leicht. Gierige kleine Teufelsbraten. Es ist doch genug Honig für alle da. Ne? Oh, nochmal umschwärmt heute. Sammlung abgeschlossen. Jo. Und alle Systeme sind noch im grünen Bereich. Gerade das erste fertig, kommt das nächste Ihre gleich. Wie versprochen. Denn Attacke. Bist du sicherlich auch mit dabei, oder? Bitte? Ja, Alex, umschwärmt? Hallo? Bist du mit dabei? Ja, ich habe zu viel Stimbacks dabei. Hier spricht der Bürgermeister von Was? Gästen. An alle, die mich hören ist können. Selten, aber ab und zu in kommt es einmal vor. Gibt es eine alle drei, vier Monate. Alex hat zu viele Stimpacks. Macht bitte drei Kreuze im Kalender. Alex hat zu viele Stimpacks. Das wird sogar der Titel der Folge. Alex hat zu viele Stimpacks. Weil das ist wirklich selten. So oft, wie wir dir schon öfters was Stimpacks gegeben haben, damit du mal Stimpacks hast. Alex hat so viele Stimpacks. Wahnsinn. Ja, 10 zu viel. Zehn zu viel. Oh Gott. Alex, wir werden alle sterben. Ja. 10. Nee, ich mach die normalerweise mal dann verdünnet raus, dass wir leichter sind. Du weißt schon, dass die leichter gemacht worden sind, ne? Im Gegensatz zu damals. Also, ich bin vorher immer mit maximal 50 rumgerannt. Mittlerweile renne ich sogar schon mit, Oder die haben mit irgendwas anders zugemüllt, ich weiß es nicht. Naja, du also, hast... an den Stimpacks, glaube ich, war es nicht gelegen, so viel ich gerade gesehen habe. 361 habe ich jetzt. Jetzt hast du aber umschwärmt verpasst. Er macht nichts. Das macht doch nichts. Wegen 10 zu vielen Stimpacks. Immerhin 10. Immerhin 10. Oh, herrlich. Aber jetzt haben wir dich ja auch mal groß gekriegt. Du hast mal 10 zu viel Stimpacks, Alex. Und das hältst du jetzt bei, ja? Also du hast immer 10 Hier zu viel. Der Bürgermeister von Grafton. Streng genommen sendet ihr, wie dem auch sei. Wie es scheint, leiden unsere Hornsträucher. Wenn ich Augen hätte, würde ich beim Gedanken daran ein paar Tränen vergießen. Dann habe ich das letzte Mal Hornstrauchsterben gemacht. Das ist auch schon 10 Jahre her. Ich habe mich gefühlt. Persönlich dafür eingesetzt, das beschissenste Event überhaupt. Nee, ich gucke jetzt gerade, ob es immer noch läuft oder gar nicht mehr läuft. Ich muss am meisten 2 Düngerbeutel absetzen. Für ein bisschen Holz. Ja gut. Ah ne, hier sind genug Düngerbeutel drin. Wunderbar. Reicht sogar aus, um alle Farmen zu beliefern. Dann gucken wir mal. Oh, Kronkorkenvorrat hier sogar gewesen. Auf dass man ja nicht genug Kronkorken hat hier. Ne. Der wollte mich nicht rauslassen. Böse Feuertreppe. So, dann gucken wir hier erstmal. Nochmal Ghoul. Ghoul da, Ghoul hier. Noch ein paar Meilurks nebenbei machen. So, dann rennen wir hier einmal hin und schüchtern das ganze Ding hier ein. So, einschüchtern, das funktioniert immer. Ist zwar immer noch nicht, wie man eine Maschine einschüchtert, aber hey. Mein Charakter kann das. Schon seit Fallout existiert.
Dann holen wir uns die nächste hier. Da waren wir zwar schon, aber jetzt können wir auch Dünger reinschmeißen. So. Na komm, nehmen wir das Fleisch auch nochmal mit. Skorpione. Wunderbar. Aktivieren. Nehmen wir hier nochmal alles mit und auf zur letzten Farm. Ah, irgendwo ist noch einer. Da hinten war noch einer. Komm, jetzt bin ich gierig. Letzte Folge, also mit dieser Aufnahmesession. Deswegen hauen wir jetzt hier auch alles raus, was lootbar ist. Also musst du vorsichtig sein, Alex, wenn du bei mir in der Nähe bist, ne? Sonst fehlt dir nahe die Power-Rüstung. Läufst du noch mit dem Chassis rum. Und irgendwann hast du nur noch eine Unterhose an. Oder mein Inventar ist leer. Ja, das auch. Aber du kannst ja wenigstens porten. Dann schon. So, Hornstrauchstämme. Ey, das lief heute mal wieder. Sehr schön. Ah, du willst überleben? Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, wo ich das Hornstrauchsterben abgeschlossen habe. Sei das ich spiel. So, Fliegenklatsche. Let's go. Nächstes Event. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Events. Also, komm. Jetzt triggern wir den Server mal richtig durch hier. Eine Klatsche in Ehren kann keiner verwehren. Und da wir alle einen an der Klatsche haben, passt das. Wir haben einen weiteren dieser Untersuchungsdatenbots draußen. Das sind sogar noch klatschnass. Diese Dinger sind perfekt zum Verwerten. Allerdings müsst ihr schnell und hart zuschlagen, wenn ihr sie erledigen wollt. So, seid vorsichtig, ich wollte kurz sagen, Rest kannst du machen. Hat sich erledigt. Passt auf euch auf. So, komm, wieder auf Streife. Attacke. Zum nächsten. Jetzt machen wir ja mal richtig Stress hier. Wollen jetzt Epi aus Events haben. An alle Responder, hier spricht Sanjay. Oh mein Gott, schon wieder Stimbex. Oh nein. Stahlherz ist voll geladen und einsatzbereit. Aktiviert ihn, wenn ihr in Morgentown seid, damit er sich um die Alarme in den Vorratsräumen kümmert. Ja, sorgt dafür, dass er nicht so stark beschädigt wird. Das ist kein Problem. Ich habe so schon genug Reparaturen. Stahlherz ist schon aktiv. Waffensystem wird geladen. Initiiere Patrouillenroutine. Achtung, Bürger. Verlassen Sie bitte umgehend den Bereich. Responder, Einsatz läuft. Gefahrenstufe hoch. Okay, ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum ich ständig überladen bin. Ich habe nur Geschenke. Das ist Geschenke. Das ist aber schon vorbei, schon seit einer Zeit. Zum Flughafen. So 50 Stück. Leicht überladen. Ja. Das erklärt aber okay, einiges. Genau. 50 dann Stück, das sind 50 Kilo. Dann haben wir so einen kleinen Fehler schon gefunden. Na los, Stahlherz, lauf los. Ich geb dir Deckung. Bitte erwägen Sie, anderen Hilfebedürftigen beizustehen. Spenden Sie überschüssige Vorräte an die Responder. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Wo bleibst du, Alex? Hast die Geschenke noch nicht auf? Stahlherz ist schon bei der ersten Stelle hier. Ich bin am Studieren. Scanne Responder, Notfall, Vorratsstandort M1, Alarmsystem entdeckt, initiiere Ferninterface. Interface gesichert, starte Testroutine. Achtung, Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird.
Oh, da kommt ja kein Ghoul. Was ist denn hier los? Ah, da. Man muss sich nur beschweren. Ne? Vorratsraum. Sicher und bereit für die Nutzung. Schloss entriegelt. Begebe mich zum nächsten Zielort. So, schleichen wir uns weiter. Dup, 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 dup. So, Standort Nummer 2, Alex. Ich bin immer noch nicht so weit. Ja, komm. Du hast eben noch gesagt, Events, 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 Events. Also, komm, 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 komm. Gas, 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 Gas. Die haben mich da mit irgendwas zuckmüllt und ich weiß nicht mit was. Ja, ich dachte, das waren die Geschenke. Aber mal aufgeschmissen und dann... Die sind schon weg. Die Responder brauchen Geschenke sind weg. Melden Sie sich am Flughafen Morgantown. Melden Sie sich am Flughafen Morgantown. Ja, ja. Scanne Responder Notfallvorratsstandort M2. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung! Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Kein Problem, kein Problem. Knackt das Schloss. Aber man bedenkt, das war früher gar nicht möglich, Solo zu machen hier. Da hat man gerade mal den ersten geschafft und beim zweiten war Stahlherz schon so im Eimer. Ah, hallo Alex. Lange nicht gesehen. Grüße. Sicher und bereit für die Nutzung. Schloss entriegelt. Beginne Wartung bei Standortidentifikationsmarkierung. Bitte erwägen Sie anderen Hilfebedürftigen beizustehen. Spenden Sie überschüssige Vorräte an die Responder. So. Shop den Überblick. Beginne Angriff auf feindliches Ziel. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Lage normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Die Responder suchen derzeit nach Freiwilligen für Sicherheit und ärztliche Versorgung. Begeben Sie sich zum Flughafen Morgantown, um das Training zu beginnen. Scanne Responder Notfallvorratsstandort M3. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung! Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Der Alarm kommt mir immer bekannt vor. Als wenn ein LKW nach hinten ansetzt. Ja. Erwische ich die oder nicht? Wohl nicht. Naja, ich kann leider nicht, weil da die Brücke im Weg ist. Vorratsraum sicher und bereit für die Nutzung. Schloss entriegelt. Beginne Wartung bei Standortidentifikationsmarkierung. Ich war so früher, haben wir das zu dritt oder zu viert gemacht? Wegen der Responderkleidung, ja.
Ja, damals hat Stahlherz ja auch überhaupt nichts ausgehalten. Also die Ghule sind einmal hingejumpt und der ist umgefallen. Spenden Sie überschüssige Vorräte an Sie Responder. Genau so ein Charge war das. Genau sowas meinte ich so. Moment, nicht aufgepasst und zack. Und er war schon kaputt. Bitte Sicherheitsabstand halten. Operation. Der Responder läuft. Patrouillen. Routine abgeschlossen. Ladezustand niedrig. Kehre in den Standby-Modus zurück. Fertig. Wieder auf Streife. So, komm. Gib Belohnung. Vielleicht haben wir jetzt die seltene Responder-Uniform. Ah, nee. Ein Schwertchen. Ja. Gut. So, was haben wir sonst noch? Obwohl, halt. Wir sind ja schon fertig. Die 20 Minuten sind ja schon wieder um. Och, Mano, Alex. Na gut, denn nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüssi.